Es ist T.Loni. Willkommen zurück. Denn der Q National. Ja. Der Nationalpokal wird uns wahrscheinlich übersetzen. Steht an. Viertelfinale. T.Loni ist dabei. Und nachdem Lonis letztes Spiel mit nur 0 ausging, er sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert hat, darf man heute mal wieder. Okay, ja, ich wollte zurückspielen. Nein, ist okay. Okay. Scheinbar hat Sanitier einen Anschluss. Es ist Sanitier, oder? Ja, Sanitier. Ich weiß nicht, warum ich mir kurz nicht sicher war. Ich meine, das Kürzel ist relativ eindeutig. Van der Wiel. Silva jetzt nicht zu viel Geschiss da innen rum. Lieber einmal richtig klären, ordentlich sicher und dann sind wir da auch durch, Loni. Erster Versuch und heute wird so ein 0-0 nicht passieren. Ich gehe zumindest mal davon aus, es gibt Verlängerung hier und kein scheiß Rückspiel wie in England. Die werden blöden Pisspokal regeln. Zumindest in manchen Pokalen und in manchen dann nicht, ne? Klar. Keine Fußballtradition da. Ich hoffe, wenn die Pokale machen hier mehr Sinn. Im Idealfall brauchen wir natürlich keine Verlängerung, aber das kann man in der Hinterhand auf jeden Fall mal behalten. Lukas. Loni und der schön auf Lavezzi weitergeleitet. Super gesehen. Lavezzi. Erste Chance. Dort gegen Spiels und Matuidi. Und Lavezzi. Zweiter Versuch. Saint-Étienne, klar. Keine Riesenmannschaft. Das war Metz im letzten Spiel aber auch nicht. Und es ging trotzdem 0-0 aus. Weil man einfach nach vorne quasi keine Akzente setzen konnte. Und das blüht einem heute auch. Immer mal eine erste Chance. Ein erstes Lebenszeichen ist ja gut. Verratti. Ja, genau. Zweimal direkt in Loni vorbeigespielt. Da könnte ich einmal ficken gehen. Kack-Engine. Loni schön gelöst. T.Loni! Ein Pfosten gerade erstmal seinesgleichen sucht. Aber da geht noch was. Lavezzi. Kann noch eine Flanke reinbringen. Macht er auch. Macht er gut. Nächster Versuch. Die Chance noch nicht. Chance jetzt. Die Chance sollte jetzt vorbei sein. Jawohl. Saint-Étienne unter großem Druck. Und es sieht deutlich besser aus als im letzten Spiel. Aus Sicht von Paris Saint-Germain zumindest. Also im letzten Spiel war Loni dabei. Das letzte Spiel war ja gegen Bayern. Da war 2-0 verloren. Rausgeflogen. Das war auch nicht so geil. Aber das meinte ich jetzt gar nicht. Passgenauigkeit ist sehr zu wünschen. Ich meine, Paris Saint-Germain ist keine Weltmannschaft. Das ist eine gute Mannschaft. Beste in Frankreich. Aber geschenkt wird man ja nichts bekommen trotzdem. Cornier. Cornier. Gut zum ersten. Ball ist noch. Nein, Ball ist nicht mehr heiß. Ball hoppelt nach und nach ins Aus. Regen sei Dank. Van der Wier. Loni. Ah, schon wieder nicht. Aber da geht vielleicht noch was. Loni. Beziehungsweise Lavezzi. Da war jetzt der Fuß vom Verteidiger zwischen. Das war nicht meine Schuld tatsächlich. Gut, muss auch mal keiner zum Ball bewusst hingehen dürfen, klar. Verstehe ich. Lavezzi, Loni, Keeper schon wieder. Also Loni präsentiert sich immerhin besser. Also im letzten Spiel, was nicht schwer ist, im letzten Spiel war. Das Spiel mit Loni war scheiße. Trotzdem eine Steigerung sehr anerkennend zu betrachten. Matuidi, Loni. Wieder nicht gereicht. Und Van der Wier. Hinten, sie stehen. Das ist zwar ein bisschen Gehampel, ist auch ein bisschen Teamwork, ist ein bisschen Glück, aber alles zusammen reicht, um zu verteidigen. Das war schon wieder so eine ganz schnelle Drehung, um den Ball zu behalten. Ich liebe es, wenn es auf meiner Seite passiert. Motta. Und Einwurf.
Näher ist langsam in der Halbzeit. So richtig geknallt hat es noch nicht, aber langsam wäre mal Zeit dafür. Und zumindest mal das erste Ei in den Kasten zu legen. Ich habe die Option Verlängerung zwar angesprochen, aber es hieß nicht, Leute, bitte kein Tor schießen bis zur Verlängerung. Das war nicht der Plan. Matuidi, Zweikampfstärke hat so ein bisschen nachgelassen wieder. Saint-Étienne hat sich ein bisschen gefangen, nachdem es so zwischen Minute 15 und 30 ja ganz gut geknallt hat. Mit den Chancen, an Chancen zumindest. Okay. Die wohl letzte Chance der Halbzeit. Kommt dafür Ratti und er kann klären. Und das war's. Und das war's. Das war's? Das war's nicht, aber er kommt nicht direkt zum Schluss, sonst wäre es drin gewesen. Entscheidend gestört. So, das hier nicht zum Schuss. Kann ich das nochmal sehen? Nein, natürlich nicht. Da ist drauf, daneben nicht. Ist mir auch egal. Aber es ist, hat so ein bisschen was vom letzten Spiel. Nur mit zwischendrin mal mehr Chancen, aber insgesamt auch nicht wirklich besser, so vom Gefühl her. Loni wird hier bei 3 ganz einfach ausgespielt. Da kann, egal wie gut man ist, da kann man nichts gegen machen. Der Pass war jetzt mal schön, Tabernou. Marquinhos. Macht seinen Beruf als Verteidiger alle Ehre. Und Lavezzi. Hat hier ein bisschen Pech, dass der Verteidiger was kann. Lavezzi, neuer Versuch. Geht vielleicht was, Lukas! Leute, ihr könnt es auch mal ein bisschen anziehen wieder. Ihr müsst nicht, ihr könnt auch, das wäre gar nicht so dumm. Nicht so rasiert zu werden, Loni. Oh, das war genau dieses Pech, was ich meinte. Was ich schon vor 2 Spielen angesprochen habe. Was bei Man City sehr selten aufgetreten ist, bei Paris schon zum 2. Mal. Dass man einen Zweikampf eigentlich gewinnt und daraus was super Gutes resultieren könnte. Aber wegen Bullshit kriegt man den Ball einfach nicht. Das ist genau das. Matuidi. Loni. Muss es vielleicht mal so klappen, Loni. Nein. Gibb hat das aber, glaube ich, auch gut angetäuscht. Geht da so ein paar Schritte raus, dann geht er, oh ja, kann es lupfen. Abgesehen davon, dass der Lupfer scheiße war, aber Torwart hat sich da sehr gut eine Strategie zurechtgelegt. Und solange er jetzt nicht total einbricht, werde ich ihn auch als halbwegs würdigen Keeper anerkennen. Wenn er natürlich ein dummes Passspiel oder den Ball für 800 Stunden hält, dann ist es seine Schuld. Dann ist er eben der Buhn, für den ich ihn immer gehalten habe, weil er bei Saint-Étienne spielt. Ruffier. Es bleiben 30 Minuten, um nicht in die Verlängerung zu müssen. Die es meiner Meinung nach immer noch geben sollte und die es auch hoffentlich auch geben wird. Nicht gedacht, aber Perrin ist da und Lukas. Komm noch ran, ne? Ja. Verteidiger macht es gut und es gibt einen. Motta für Caballé, der Standardwechsel. Der totale Standardwechsel, Lukas. Sehr gut vorbei, aber auch sehr einfach vorbei. Was kann er jetzt draus machen, Lukas? Loni, Keeper's da. Nicht weit genug hinter. Die Flanke gebracht und dann kann, ich glaube, er hieß Ruffier, das gut machen. Thiago Silva. Klar hat Saint-Étienne immer noch die Chance, in Führung zu gehen und die nächste Runde zu erreichen. So eine 0, da stehen jedem alle Türen offen. Bekanntermaßen. Oh, pff. Da geht Lavezzi nicht zum Ball. Toll gemacht, super. Jetzt hat Saint-Étienne die Chance. Ecke. Sollte es geben, gibt es auch.
Dieses T bei Nikolita sieht komisch. Ach, das ist ein Haken unterm T. So ein CD unterm T. Gibt es geht? Wusste ich nicht. Ist aber nicht französisch. Vielleicht schon Lukas. Kann er sagte, ich mache Lukas. Lukas! Was ist eine Chance? Was ist eine Doppelchance? War das ein Pass oder war das ein Schuss? Es war ein Schuss, okay. Aber den so zu kontrollieren, ich glaube, das war absolut unrealistisch. Scheiß drauf. Loni geht runter. Verständlich, war nicht sein stärkstes Spiel. Ein Sieg sollte trotzdem noch drin sein hier. Und also für Paris auch. Also ein Sieg für irgendwen ist auf jeden Fall drin, aber für die aus meiner Sicht richtige Mannschaft. Keine Ahnung, was da gepfiffen wurde, mir soll es nur recht sein. Cavani. Ja, nicht ungefährlich. Kann was draus werden. Gut, Cavani, zweite Chance, Keeper ist da. Der Ball geht wieder so weit weg, ich hasse das. Dann lass mich noch einen Wurf so schnell ausführen. Ich stehe schon da. Wenn man ihren Pisswechsel ausführen wollte. Ja, egal. Lukas, zweites Mal, dass es so leicht vorbeikommt. Da kommt nicht, gibt Ecke. Mal wieder, es wäre langsamer für Torzeit, Freunde. Dann macht er doch mal. Marquinhos. Das war Marquinhos. Und Matuidi. Es bleiben noch 5 Minuten, um der Verlängerung zu entgehen. Und natürlich auch 5 Minuten, um Zlatan Ibrahimovic noch einzuwechseln. Aber jetzt etwas nah zum Tor. Lukas ist da. Aber es reicht wieder nicht. Und das heißt wohl genau das, was wir denken, was es heißt. Gehe ich mal von aus zumindest. Das 500 Luni, glaube ich, so ein bisschen gelähmt. Die 5 Tore, das 5-1. Ich glaube, es war einfach ein bisschen zu viel. Auf einmal und jetzt. Dann lief es einfach nicht. Die nächsten Spiele. Clément lässt sich Zeit. Kann man auch, wenn man Verlängerung im Rücken hat. Oder die Chance noch last second das 1-0 zu schießen, dann macht man sowas mal. Abstoß. Wird applaudiert, völlig zu Recht. Paris-Fans wissen, wie man Etienne kickt, killt. Verhöhnt, ich weiß es nicht. Ach, na gut. Also Rückspieler, Verlängerung, sagt Verlängerung, komm bitte. Ich hab keinen Bock auf Rückspiel. Ja, okay. Endlich macht mal was Sinn hier. Sag mal was. 30 Minuten ohne Tipp und Loni. Ohne Ibrahimovic. Ich weiß nicht, wie Paris das gewinnen will. Muss ich ehrlich sein, da wird's. Hinter Matuidi. Ja, ohne Loni vorne Flanken zu verwerten, ist möglich, klar. Aber nicht einfach. Wenn man kein Kopfballmonster da vorne hat, dann wird das schwer. Als solches würde ich Loni auf jeden Fall bezeichnen. Van der Beer. Zu weit hinter. Und Kitambala soll abgedrängt werden. Ohne Erfolg, Freunde, bitte. Danke. Lukas hat heute schon genug Chancen gehabt. Keiner davon reingemacht. Schönes Tackling. Finde ich gut. Das war das Tackling von vorher natürlich noch, meine ich. War ein Foulspiel, stimmt schon. Und so verrinnen die Minuten. Wenn es Elfmeterschießen gibt, kann jemand sagen, oh, mit Loni wäre das nicht passiert. Seine heutigen Leistung war vollkommen verständlich. Aber das ist halt das Problem. Loni ist jemand, der gerne mal ein Spiel über nicht da ist, aber dann einfach knallt. Aus dem Nichts quasi. Klar. Gemacht. Und Cavani, nein. So geht das nicht. Aber Paris hat weiterhin die Oberhand. Wenn man dann im Elfmeterschießen verliert, wäre es natürlich doppelt bitter. Aber wenn es so ist, ist es so. Cavani! Deutliches Abseits. Höchstwahrscheinlich zumindest. Doch relativ deutlich, kann man so sagen. Nicht zumindest.
Silber spielt zurück, macht auf Nummer sicher. In der Halbzeit wird sowieso nichts mehr passieren. Es stehen noch 15 Minuten an, um ins Halbfinale zu kommen, wo Lulli sich dann eventuell wieder beweisen könnte. Sollte. Aber es macht. Ist die andere Frage. Lavetz. Wollt das zu eigensinnig, zu egozentrisch machen. Trotzdem Lebenszeichen. Wichtig. Cavani. Cavani! Ja! Von 48 Schüssen hat endlich mal einer geknallt. Nach 109 Minuten, dem Herrn sei Dank und dem Fußballgott und den Zeugen Jehovas, was weiß ich. Das ist mir auch egal, ob Loni drin, nicht mehr drin ist. Oder Hauptsache, ich bin weiter. Das reicht mir schon. Lukas versagt zweimal, hat vielleicht noch eine Chance mit der Flanke. Das beweisen, zumindest versuchen. Lavezzi. Lavezzi! Nächste Chance. Das 2-0 wäre natürlich Deckel drauf. So ein Deutschland-Algerien-Style. Der zweiten Verlängerung Halbzeit 2-0. Das ist ja zwei Tore schießen. Akrobatischer Versuch, okay. Gibt vielleicht doch noch den Ausgleich. Kitabala. Okay, abseits. Ja, ist ja gut. Sah richtig aus, aber nicht, dass mich interessiert. Oh, interessiert mich vielleicht doch nochmal. Die Grätsche war wichtig. War aber auch regelkonform. Und jetzt kann man durchstarten. Könnte doch mal einen Hype nicht so versiegen lassen, Freunde. Geht nicht. Den Ball vorne, also wenn es keine Chance mehr gibt, egal. Hauptsache weg. Hauptsache Zeit. Das gibt nochmal Freistoß. Wird schnell ausgeführt, Fragezeichen. Nein, noch mehr Zeit. Für parieren, nach diesem Ding sollte das Spiel auch vorbei sein. Und zwar jetzt. Paris Saint-Germain, wir sind im Halbfinale. Aluni hatte echt viel Pech, aber sonst lief es ganz krass. 5,7, das ist Schwachsinn. Da hatte ich zu viele gute Chancen, das kann nicht sein. Ah, Mann, ist ärgerlich. Naja, immerhin gewonnen ist besser als gar nichts. Ist jetzt auf der Bank, verstehe ich. Kann ich nicht mal was gegen sagen, weil das macht halt leider Sinn. So, 2-0 gewonnen, einfach gegen so Show. Nächstes Spiel. Naja, immerhin 4 Tore haben wir gemacht. 4 Torvorlagen finde ich persönlich ein bisschen viel. Aber naja, wer bin ich schon, das zu beurteilen? Gegen Lyon. Oh, ich spiele gegen Lyon. Alles klar, Freunde. Na gut, Lyon ist ein bisschen abgerutscht. Die waren auf 3, als ich hier angefangen habe. Jetzt sind sie auf 7. Trotzdem Paris gegen Lyon, immer ein großes Spiel. In der Vergangenheit, wie auch jetzt. Und gegen wen geht's? Oh, gegen Monaco. Das kennen wir schon. Hier sind wir raus. Champions League. Die Bayern haben es geschafft gegen Dortmund. Menü. Es wird sowieso Real ins Finale kommen, wie immer. Das wäre ja nichts Neues. Ja, auch nichts. Naja, gut. Dann das nächste Mal, aber es wird gar nicht mehr die Aufnahme sein, denn ich bin für heute fertig. T. Nein. Hier. T. Loni sagt danke fürs dabei sein und hoffentlich bis morgen. Bei Lyon gegen Paris. Die nächste Runde in Frankreich.